Jetzt müssen wir ausweichen und gleichzeitig den Felsen ausweichen. Wie soll das klappen? Den Angriffen des Händlers ausweichen und gleichzeitig den Felsen ausweichen. So viel Spielraum haben wir hier gar nicht. Gleich mal gegen den Felsen gesprungen. Dann wollte ich den Kopf verlieren. Müssen wir eigentlich nur springen. In Angriffen zu entkommen, müssen wir nur springen. Okay, das kriegen wir schon hin. Auch wenn die Musik etwas stresst. Na komm, den holen wir schon noch ein. Komm. Verdammt, wir kassieren zu viel Schaden. Ach, Kacke. Das sind wir doch nix. Wir müssen uns den Schaden für die Hindernisse aufgeben. Angriffen immer schön ausweichen. Verdammt. Ich kann mich halt nicht auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Es ist ja hier. Angriff ausweichen, Gegenstände ausweichen und springen. So viel Multitasking kann ich nicht. Komm, bisher läuft's gut. Oha. Ach komm, der Felsen war im Weg. Scheiß Felsen. Ist nicht meine Schuld. Felsen ist schuld. Der Felsen ist schuld. Na komm. Irgendwann beim 10. Versuch kriegen wir das auch hin. Und renne nicht mehr gegen die Felsen. Ach, das gibt's doch nicht. Da sind wir noch gar nicht gestorben. An dieser Stelle. Ist jetzt zum Kotzen. Und weil. Na komm. Nur nicht gegen die Wände rennen. Alles andere lässt sich machen. Komm, die Kutsche schwankt. Ach komm, wir waren schon so weit. Ach komm. Die Maustaste können wir eigentlich in Ruhe lassen. Konzentrieren wir uns auf die. Ausweichen. Das ist quasi der Endgegner von diesem Level. Oder kommt da noch was? Oha, unsere KP geht ja auch bald zu Ende. Wer zu doll gefeuert. Lass uns zu doll treffen. Na komm. Nicht gegen die Felsen.
Felsen sind unser Tod. Na komm. Nicht mehr weit. Es kann auch nicht mehr weit sein. Na komm. Dreck. Kackdreck. Ich kann es nicht mehr sehen und ich kann es nicht mehr hören. Wir dürfen hier nicht mehr so viel Schaden kassieren. Kahn chassieren. Genau. Dann haben wir nachher bessere Chancen. Hier besser springen. Deprimierend. Das war eine knappe Sache. Aber Kacke, wir sind geliefert. Wir knallen so oft gegen Hindernisse. Die dürfen manchmal auch nicht wirklich aus. Komm. Hier waren wir schon mal. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen. Nein. Ach, verdammt. Bin an derselben Stelle. Ich will nicht mehr. Dass die auch mit meinem Kopf abhauen, die müssen. Man klaut auch niemanden seinen Kopf. Das sind wie ein Geisterkutsch auf dem Spuren. Und wen er hier von einer Krähe gestört, das ist ja, das erklärt ja einiges. Na komm. Ich habe, glaube ich, noch nicht oft genug erwähnt, dass das Spiel von einer einzigen Person erstellt wurde. Es ist ein Single-Developer-Projekt. Eine Person als Entwickler damit arbeitet. Das ist schon fetten Respekt. Einer Person, da hat kein ganzes Team dran gearbeitet, sondern nur eine einzige Person. Kein großes Entwicklerstudio mit großen, mit 100, 200 Leuten. Groß sowieso nicht, weil es Indie ist, aber ja. Bei Indie-Studios sind ja sowieso meistens nur 4, 5, maximal 10 Leute. Dann kannst du eh an deinen Händen abzählen, wie viele Entwickler daran sitzen. Aber eine Person, das ist schon, also ganz alleine das gemacht zu haben, das ist beachtlich. Das ist echt eine erwähnenswerte Leistung. Dann noch einen zweiten, der, glaube ich, der Grafiker war irgendwie, der da irgendwie die Grafik irgendwie mitgeholfen hat oder so. Lässt sich auf der Website finden. Die Informationen. Aber ansonsten so das Spiel, die Idee dazu und die Umsetzung und so weiter. Alles von einer Person. Na komm, gleich da.
Das ist ja nice. Haben wir geschafft. Haha, da kommst du ja endlich unsere Gäste. Da kommen ja endlich unsere Gäste. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Entführung der wahre Wunder wirkt? Gib sofort diesen Kürbis zurück. Egal, was für einen scheußlichen Zaubertrank ihr da zusammenbraut, wir werden euch aufhalten. Zaubertrank? Was für ein Zaubertrank? Naja, der Zauber hält. Ihr wisst schon, die Pilze der Kiste, der besessene Kürbis. Oh, du hast dein Spatzenhirn. Du und dein Spatzenhirn. Das hier wird kein Zauber, sondern unser Abendessen. Euer Abendessen? Klar doch, wir sind Veganer. Badumts. Aber Jack das ist doch. Naja. Weiß nicht, ob das wirklich vegan ist. Wenn ihr Jacks Schädel lässt. Das hier ist ein Pilztopf mit Maggi. Aber warum wollt ihr mich dann essen? Kürbis haben auch Gefühle. Da hast du wohl recht, aber Kürbisse sind nun mal echte Vitaminbomben. Und gut für die Haut. Ganz besonders die Besessenen. Mit Veganer. Wir Veganer leiden unter akutem Seelenmangel. Witz auf Kosten von Veganern. Juhu. Wie du dir vorstellen kannst, da können wir auf deine Gefühle leider keine Rücksicht nehmen. Ihr habt doch beide einen Riss im Kessel. Ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde Jack zurückholen. Willst du nicht noch zum Abendessen leben? Nun denn, du willst den Hauptgang abgeben? Ich möchte keinen Kratzer an meinem neuen Körper. Vogel, sei vorsichtig damit. Miep. Ach du Scheiße. Das sieht da schon ein bisschen mehr nach Bosskampf aus. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Müssen wir da irgendwie hochklettern oder? Wie sieht das jetzt hier aus? Bosskampf. Aha. Nimm mal hiervon einen Schluck, das lindert die Schmerzen. Vielleicht die Augen verletzen hier. In die Augen rein, oder? Was muss jetzt hier anstellen? Ach so, verstehe. Müssen wir die Augen mit befeuern. Na komm, hier. Ach, die Roten explodieren sofort. Sehr gut. Du hast eh keine andere Wahl. Okay, sehr gut. Falsche Richtung. Aha, da bricht es in sich zusammen. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir die Wurzeln ausradieren. Das kriegen wir doch hin. Ist doch was ja kein zu schwerer Bosskampf. So können wir es auch machen. Einfach direkt dran. Ah, okay. Jetzt geht's hier mit den Eulen, mit den Augen weiter. Oha, der Kollege kommt auch mit dazu. Ja gut, das ist so eine Schwierigkeit. Ich glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen Heilung hier. Oh, Kacke. Heilung. Heilung benötigt. Und zwar viel.
letzten Fässer haben wir jetzt zwar schon zerstört, aber da können wir hier noch kriegen. Aber ja, es wird doch fast zwei nichts mehr. Sehr gut. Da sind noch ein paar Augen übrig. Hast eh keine andere Wahl. Na komm. Sehr gut. Jetzt kommen die Dinger hier wieder raus. Wurzeln besiegen. Ein paar Punkte. Lassen wir uns nicht besiegen. Jetzt kommt der Kollege zurück. Oh Kacke. Das Auge besiegt. Wiederbeleben. Okay. Na komm, das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir wieder von vorne. Die Fässer lassen wir lieber heilen. Können wir später noch gebrauchen. Jetzt mal konzentriert hier. Nein. Weg mit den roten. Zwei auf einmal. Systematisch hier. Verdammt. Nicht in die Richtung. Sehr gut. Na, am Anfang dürfen wir jetzt noch nicht großartig Schaden nehmen. Die erste Runde kriegen wir doch hin, ohne Schaden zu nehmen. So, hier mal. Sehr gut. Jetzt die Wurzeln ausradieren. Das geht auch noch ohne Schaden. Weitestgehend. Hier, dich noch. Und dich noch. Du bist noch da. Was geht's uns eingemachte? So, hier. Schnell ausweichen. Und jetzt hier. Volle Pulle. Oh, Kacke. Das Auge kaputt machen. So schnell wie möglich zur nächsten Stufe. Zwei auf einen Streich. Das kriegen wir jetzt hier vielleicht auch wieder hin. Sehr gut. Und Heilung. Jetzt hier wieder die Wurzeln aushauen. Komm hier. Und 14 kaputt machen. Noch sind wir einigermaßen fit. Na komm. Okay, jetzt hier Finale. Falsche Richtung. Verdammt. Die Brandbomben bringen hier nicht viel. Na komm. Ich brauche Heilung. Aber dringend. Na komm, jetzt nochmal alle Heilung. Kacke, ich sollte mich mal hier konzentrieren. Oh, sehr gut. Das sind unsere Chancen. Wieder mit ihnen. Oh, sehr gut. Haben wir den jetzt besiegt oder was? Sehr gut. Ruhe und Frieden. Halt durch, Jack.
Ich bringe dich wieder zurück in deinen heißgeliebten Körper. Es ist so abgefahren. Haben wir geschafft. Dankeschön, freigeschaltet, veganst du es warm. Okay, ja, nur weg hier. Ah, hier haben wir eine neue Waffe. Eine Knarre. Gut. Haben wir den Bosskampf besiegt. Den Bosskampf bestanden. In their hubris to hunt down the wizard, Jack and his avian accomplices followed the only trail available that they could find in the woods. At the behest of a fawning merchant, Jack was sent on a wild goose chase in the hopes of meeting a powerful witch. Traversing the merciless landscape on horseback, and with the help of an ignoble ferryman, Jack's efforts soon paid off, and he met with the witch, only to have his own head stolen for their supper. With the assistance of the cowardly crow, Jack was reunited with his body. And now, with the wizard's trail run cold, Jack and his companions have only instinct and gumption to guide them. They hurry to follow the sounds of cannons and gunfire to find a city at war. Oh wei. Es ist Krieg angesagt und wir haben eine Waffe. Eine neue Waffe mit einem Sortiment. Haben wir Schaufel, Schwert und Waffe. Jetzt, wir spielen noch ein bisschen weiter. Ein paar Minuten müssen wir hier noch. Ein paar Minuten können wir hier noch. Wer bist du? Ist eher eine Fernkampfwaffe. Na gut, da wir ja genug Munition haben. Na, wenn das nicht Jake ist. Wie schön, dich wiederzusehen. Ich würde ja gern sagen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, aber du bist halt ein hinterhältiger kleiner Penner. Wie reizend, deshalb mag ich dich. Deshalb mag ich unsere Gespräche so sehr. Aber in Zukunft werde ich wohl ohne sie auskommen müssen. Für dich ist jetzt nämlich Schluss, Jack. Du findest dich jetzt im Reich der Menschen. Vielleicht kann ich dich nicht mit Monstern aufhalten. Aber ich kann auf eine Art die Hölle heiß. Ich kann dir auf meine Art die Hölle heiß machen. Du bist ein kranker Sadist. Hätten wir uns kennengelernt, als ich noch am Leben war, wären wir wahrscheinlich beste Freunde geworden. Und du, das perfekte Versuchskaninchen. Aber hier, in der echten Welt, brauche ich das schon lange nicht mehr. Du bist auf diese lästige Krähe angewiesen. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, einen magischen Schild, um meine Männer zu zaubern. Dein gefiederter Freund wird ihnen nun von nun an keinen Schaden mehr zufügen können. Wenn du deine Männer umlegen willst, dann musst du das schon selbst reingehen. Und warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich beobachten will, dir dabei zusehen will, wie du meine Männer umbringst, wird mir nützliche Informationen liefern. Wenn wir dann die Klingen kreuzen, werde ich jede deiner Bewegungen voraussahnen können. Ja, genau. Bis dann, Jack. Das befürchte ich. Dass die KI dann so gut auf mich eingestellt ist, dass es dann... ...dass dann ein schwerer Kampf wird, wenn er mich kennt. Nee, Eule. Das ist die Eule wieder. Das schießen wir hier mit einer Kanone. Ach, das gefällt mir hier noch nicht so wirklich. Ich nehme mein sprechendes Schwert wieder zurück. Ich nehme gleich mein sprechendes Schwert wieder zurück. Das war am effektivsten. Was für eine einladende Gegend. Wir befinden uns mitten in einem Kriegsgebiet. Was machen wir überhaupt hier, Vogel? Jetzt sag nicht, wir hätten uns verirrt. Begrabe deinen Gedanken. Wir haben uns nicht verirrt. Wir müssen nur wieder die Fährte finden.
Das kleine Missgeschick mit der Hexe hat mich von der Fährte des Zauberers abgebracht. Aber seine Magie liegt hier ganz eindeutig in der Luft. Ich kann sie spüren. Also ist er vor kurzem hier gewesen. Er muss gerade erst hier lang gegangen sein. Worauf warten wir dann noch? Auf ihn mit Gebrüll. Nicht ganz so voreilig, Jack. Dieser Graben ist unpassierbar. Doch mit dem alten Belagerungsturm könnten wir es schaffen, über die Mauer zu gelangen. Huh, Ärmel hoch. Jetzt wird Schwerkraft gelesen. Ärmel hoch. Jetzt wird gewerkelt. Schnapp dir ein paar von den alten Brettern, die hier rumliegen. Die können wir zum Wiederaufbau des Turms benutzen. Vier stabile Bretter sollten reichen. Ab an die Arbeit. Okay, unsere Mission ist klar. Vier Bretter sammeln. Und ich wechsle trotzdem mal die Waffe. Können wir später wieder zurückwechseln, sollte das irgendwie relevant werden. Und die Pistole. Naja. Ich kämpfe dann lieber mit Schwert. So. Wir brauchen herumliegende Klötze. Latten müssen wir sammeln. Holzstücke. Um den Turm wieder aufzubauen. Hier werden wir auf dem Sniper anvisiert. Hier müssen wir ein bisschen warten. Hier gibt es einen Krähenschnabel. Oha, in dem weiten Gebiet hier Krähenschnäbel suchen. Ja, schöne Scheiße. Wir müssen was in Brand setzen. Gut. Vielleicht geht's hier mal hoch. Da scheint so ein Holzbrett zu geben. Vier brauchen wir davon. Okay. Da holen wir uns heute schon das erste. Mit den anderen sehen wir dann weiter. Vielleicht kriegen wir heute die Viere zusammen. Wir müssen sowieso dann mal speichern. Bevor wir was machen können, müssen wir erstmal speichern. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt Speicherpunkte gibt. Ich hoffe es doch stark. Da liegt schon unser erstes Brett. Geht's hier irgendwo weiter? Weitere Bretter. Da sehe ich auf jeden Fall ein Brett. Mal und mal hier getötet. Vielleicht kriegen wir ja einen Safe Point, wenn wir die Bretter haben. Hinten war das zweite Brett schon. Kriegen wir das vielleicht heute noch hin. Da oben ist noch eins. Kommen wir da irgendwie hoch? Da oben ist auch noch eins. Da haben wir doch alle vier schon gefunden. Nacheinander jetzt. War das hier das andere Brett? Ne, das war unser Anfangspunkt. Da sind wir jetzt zurück. Bretter sammeln. Ja, Bretter liegen ja eigentlich überall rum. Prinzipiell. Nächsten Brett. Okay.
Da müssen wir rüber. Ist aber sehr hoch. Und da drüben haben wir noch einen jenseits der Mauer. Na komm, das will ich aber jetzt noch schaffen. Ist aber weit hier. Da braucht es weite Sprünge. Na komm, mit Anlauf. Gut, ich weiß nicht. Vielleicht finden wir erstmal einen Kessel, wo wir speichern können. Na, wenn nicht, dann beende ich das jetzt hier und dann machen wir das Kistenjagen beim nächsten Mal. Nicht Kisten, sondern Bretter jagen. Dann geht's über den Fluss. Vielleicht speichert das nur ein Brett kriegen. Drei von vier haben wir jetzt schon. Okay. Wo haben wir die drei Bretter her? Ich habe nur zwei gesehen. Und das, wo haben wir das dritte Brett gefunden? Okay, na dann. Kriegen wir es vielleicht heute wirklich noch hin. Da waren wir schon. Chaos im Kriegsgebiet. Ich versuche mal hier rüber zu kommen. Müssen wir wahrscheinlich machen. Aber wollen wir nicht. Na komm, da waren wir fast oben. Das wird hier ein Spaß. Die Musik gefällt mir. Na komm, da können wir es hochziehen, wenn wir das rechtzeitig schaffen. Ah, sehr gut. Jetzt hier rüber. Sehr gut. Und nun darüber. Na, das soll was werden. Andernfalls sterben wir. Gut, dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier speichert, aber ich würde es hier gerade mal beenden an dieser Stelle. Wir haben jetzt hier schon 2 Stunden 5 gespielt, knapp 2 Stunden. Ich würde das Stream mal an dieser Stelle beenden, deswegen sage ich schon mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Part wieder. Am Mittwoch sehen wir uns wieder. Nächsten Pumpkin Jack Stream. Habt ihr noch einen angenehmen frostigen Tag? Ja, wir sehen uns. Ja. Ah, da sehen wir den Sniper. Haut rein. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao.